Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Wir haben das letzte Mal herausgefunden, dass wir auf einer Insel sind. Das ist schon mal nicht sehr gut. Und das noch, wir teilen sie noch mit zwei anderen Zivilisationen. Und das sind drei Stadtstaaten. Ja, drei Stadtstaaten. Also hier ist es ziemlich voll. Ich würde sagen, wir versuchen es mal, großen Weiten des Meeres zu erkunden. Dann machen wir los. Ausrichten, wir können wieder ausrichten. Verteidigungstaktiken natürlich, wir haben keine andere. Ein Speer da irgendwo weg wegen den Barbaren. Jo, nächste Runde. Schauen wir mal, was passiert. Ah, jetzt kommt Brasilien. Was ist das? Okay, egal. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Speer machen soll. Ich habe irgendwie alles erkundet auf der Insel. Ich kann auch nicht übers Meer. Das ist noch nicht sehr vorteilhaft. Ich hoffe einfach, wir haben Salpeter irgendwo in unserem Gebiet. Da können wir Musketiere ausbilden. Das ist also die haben Schwertkämpfe. Die haben Eisen. Ich würde sagen nach Toronto. Denn da ist Toronto. Ist super. Wir haben eine große Persönlichkeit. Große Wissenschaft. Wir müssen auch im Moment für zwei zu viele Technologien und den Eingebungsmoment für ein zu viele Ausrichtung aus dem Mittelalter oder Renaissance. Okay. Die Ideen ein großes Denken haben eine intellektuelle Diskussion in Landau ausgelöst. Ein Bonus für die Aufklärung. Nice. Machen wir das direkt. Die Weisheit aus dem ganzen Land in einer Bibliothek zusammen hat eine neue Idee für eine Folge vorgebracht. Vorkehr. Aha. Einflussreich. Einfallsreichtum oder große Persönlichkeit hat neue wirtschaftliche Ideen freigeschaltet. Astronomie. Bankwesen. Nice. Was können wir hier bauen? Ein Lager haben wir noch nicht. Große Bibliothek. Ah, verdammt. Verdammt. Das wäre schon cool. Warum kann ich das hier nicht bauen? Das grenzt auch. Dann ja gut, Reis haben wir auch doch. Okay, ich mach's. Ich mach's einfach. Ja! Ich hab's getan. Wehe, ich bring dieses Weltwunder nicht durch. Wehe. Okay. Wo haben wir noch keine... Das, ja. Dann gehen wir mal da drüber. Wow. Verdammt. Zug. Nächste Runde. Aha, Missionär. Verdammt. Wir müssen irgendwie bei dem Fluss kommen. Nächste Runde. Ach, das ist doch ein Barbarenlager. Ach, die Musik ist beruhigend. Und rüber. Schon was. Ah, Wohnraum. Wir brauchen mehr Wohnraum. Irgendwie. Ah, das zum Mittelalter ist Brasilien. Ja, das ist ein sehr fortgeschritten. Wir auch. Wir auch. Zerstören, bauen, kämpfen. Motto der amerikanischen 6. Engineer-Brigade. Cool. Was haben die hier? Ihre Griffe mit Urban auslösen. Und ihr? Ein Handelszentrum. Ah. Da ist ein Peter. Uff.
gleich zweimal. Wahrscheinlich reicht es auch nicht. Natürlich nicht. 1, 2, 3. Nee, das können wir vergessen hier. Verdammt! Oh, schon wieder. Haben wir. Eine Regierung mit 6 Punkten. Dann wir Industriegebiet. Ich will ein Industriegebiet. Da ist doch St. Peter. Haben wir sonst nirgends St. Peter. So wie es ausschaut, nicht. Nee, es reicht nicht. Verdammt. Verdammt! Ich müsste hier eine Stadt bauen, aber das ist auch... nicht sehr vorteilhaft. Außer ich kann jetzt ne. Schade. Mal schauen. Das heißt, dass euer Volk eure Herrschaft feiern wird. Ist der wirklich sehr zufrieden. Dankeschön. Besiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Sind zu. Ah, ich habe keine Militärpolitik. Ausrichtung. Marinentradition. Eine Allianz. Ja, mach mir das. Da können wir eine Allianz. Ah, Peter und Saladin mag uns. Verdammt. Er kann sich dorthin nicht bewegen. Ah gut. Arabien ist klassisch zum Mittelalter. Christen zu folgen, das ist wichtig. Töten. Aber fast. Dann bauen wir einen. Haben wir das gekauft? Ne. So. Eine Wassermühle-Siedlung. Und dann, nee. Wie lange dauert ein Siedler? 11 Runden. Zuerst ein Siedler. Ich will das Salpeter. Räucherwerk? Gold? Warum nicht? Harald. Hardrette. Oh. Nein. Schokolade! Ich denke mal, wir verschwinden hier. Nächste Runde. Mal schauen, ob er... Verdammt, ich kann da nicht durch. Nee. Dann holen wir noch ein bisschen Fisch. Wie mache ich jetzt das nur? Beten wir auf gut Glück auf. Nee, das war's. Ah ne. Puh. Aber jetzt, wenn er da angreift. Ich kann nur verlieren. No. Fischer.
Komm her, Fisch und Shit. Ach, diese Musik. Rabin hat Islam gegründet. Das passt sogar. Ganz so ziemlich. Nein. Das war doch der gute Speer. Können wir... Ja, Mann. Ups. Dann holen wir uns das Eisen. Jetzt kommt der Siedler. Für das Kupfer braucht man auch noch ein paar, wie heißt, Anwerker. Aber das ist eh nicht so wichtig, das Kupfer. Noch nicht. Die Pferde haben wir immer noch nicht. Tada! Jetzt können wir doch die aufrüsten. Nice. Die auch, ah, da fällt uns das Geld. Ich bewahre doch die tiefere wissenschaftliche Forschung gehen. Danke sehr. Der Peter, der Magus, dieser Peter. Wir hatten noch wie keinen Krieg. Fällt mir gerade auf. Es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen. Meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. Lemon snickt. Gut. Bildungswesen. Okay, in 5 Runden. Dann schon wieder eine Sonde. Können wir dann nicht. Dann können wir hier gerne aufrüsten. Wenn ihr das überhaupt. Meistens, ja, ich glaube, es sind 2 Kammern. Gut. Das ist wieder für diese Runde. Nächste Runde. Das mich so. Lauter Papiere und Formulare. Der ganze Staatsapparat ist wie eine Festung aus Papieren, Formularen und Regeln. Alexander Ostrowski. Eine neue Regierung, ja. Okay. Das haben wir. Kennen wir nicht? Jede Stadt erhält plus als Kultur für jede Spezialisierung. Den sie baut. Ne, der ist gut. Ist der S-Bau. Ne, nee, ist das nicht wert. Ach, ne, Marine Tradition. Ah, nachher haben wir den Siedler. Dann was wir hier. Das ist so, ja, da. Ganz klar dahin. Option wählen. Wie lange dauert ein Handwerker? Nein, machen wir noch schnell einen Handwerker, dann kann der gleich diese nehmen. Und dann schauen. Dann sind wir wenigstens ein bisschen vorbereitet, falls es irgendwann mal eventuell Krieg geben wird. Voll spannend, nichts zu tun. Irgendwie. Aber dein Hafen ist gefährdet. Dann können wir mehr. Bestimmt irgendwie. Die können ja aufs Meer. Der Zweck der Erziehung ist, einen leeren Geist durch einen offenen Geist zu ersetzen. Malcolm Forbes. Dann könnten wir ja eigentlich einen Speer bauen. Diesen hinausschreiten in die Welt hinaus. Schiene. Große Persönlichkeit. Große Schriftsteller. Schaffen Coucher. Quartieren. Können wir den überhaupt irgendwo? Os seus melhores engenheiros e arquitetos seriam mais felizes em um lugar onde pudessem crescer. No Brasil, por exemplo. Por exemplo. Ok. Isso war das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Es war ein Ritter einst, ein edler Mann, der, seit den ersten Ausritt er begann, von Herzen liebte Rittertum und Freiheit, sowie auch Ehre, Wahrheit, Höflichkeit.
Schön. Jetzt haben wir keins mehr, ne? Kuss, ne? Und durch das, führen. Keine gibt jetzt gerade. Ne, muss ich warten. Will das nicht mehr. Damit keine Platz mehr haben für diese Werke. Na gut. Na dann, heißt es halt ausruhen. Und hier, ja. Danach. Nee, irgendwie nach draußen. Und die Stadt drinnen, Robert. Wieder was kaufen. Ah, ein Speer. Kauf gleich ein Speer. Ne? Speicher, nächste Runde. Dann geh in die Welt hinaus, kleiner Speer. Die Marine hat sowohl Tradition als auch eine Zukunft. Und wir sehen mit Stolz und Zuversicht in beide Richtungen. Nice. So, dann nehmen wir hier. Ich muss ja nicht. Ja, der Wissenschaftler ist immer cool. Dann geht ihr mal darüber. Tack, tack. Den Speer kann raus. In die weite Welt. Das hatten wir schon. Göttliches Recht. Produktion wählen. So, tolle. Nehmen wir eine Wassermühle. Gesamtes schicken. Das sind wir souverän. Ja gut, dann haben wir drei. Ah, wir haben jetzt. Da. Kann man doch irgendwo sehen, wer konkurriert. Da ist es hier. Kann man doch irgendwo. Dort, stopp. Das ist das. Warte. Ah, hier. Und. Einfluss durch. Ah, gut, das ist schön. Dann können wir nach Breslau beides schicken. Nächste Runde. Und weiter mit euch. In die große weite Welt. Ach, ich muss aufhören, mich zu wiederholen. Ah, was macht ihr hier? Was habt ihr vor, ihr kleinen Brüder? Okay, na gut. Dann war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz diesem schnellen, das gespeichert, ich hoffe es hat gespeichert, diesem abrupten Ending, aber trotzdem, immer like, kommentieren, abonnieren, bis zum nächsten Mal, bis dahin, bis zum nächsten, okay, das war jetzt cool, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.